Cihan Qasim wohnt heute in diesem vom Krieg zerstörten Haus im Norden des Irak. Immerhin konnte die Jesidin wieder in ihre Heimat zurückkehren, nachdem sie im Alter von 13 Jahren von IS-Kämpfern verschleppt wurde. Um zurückkehren zu können, musste sie allerdings ihre 3 Kinder zurücklassen, die sie nach vielfachen Vergewaltigungen eines tunesischen IS-Kämpfers geboren hatte. Die Kinder im Alter von 2 Jahren, 1 Jahr und 4 Monaten leben heute in einer speziellen Einrichtung im syrischen Kurdengebiet, in der zwangsverheiratete Jesidinnen und ihre Kinder untergebracht wurden. Meine Schwägerin hat mich um Mitternacht angerufen und gesagt, dass ich sie zurücklassen muss. Das sind schließlich IS-Kinder. Ich habe sie dort gelassen. Natürlich kann ich sie nicht mit nach Hause nehmen. Sie sind die Kinder von IS-Terroristen. Wie Cihan Qasim geht es hunderten Jesidinnen. Sie haben zwar die IS-Gräuel überlebt, sind nun aber gezwungen, die eigenen Kinder zurückzulassen, wenn sie zu ihren Familien zurückkehren wollen. Die wenigsten wollen offen über ihre Erfahrungen sprechen. Ich habe meine Kinder schon vergessen. Ich will nicht zurückkehren und sie sehen. Das würde mich nur noch trauriger machen. Sie vergessen mich und ich vergesse sie. Und vielleicht hatte die junge Frau sogar so etwas wie Glück im Unglück. Das Schicksal tausender weiterer verschleppter Jesidinnen ist bis heute unklar.